Okay, Freunde, und jetzt Highlight. Ihr habt sie mir empfohlen. Ich habe, wie gesagt, nur eine Minute angeschaut davon. Oder das Intro. Heftig. Ich bin sehr gespannt. Und von daher würde ich mal sagen, Feuer frei. Let's go. Wir starten direkt mit der Doku. Let's go. Wir schreiben Oktober 2002. PayPal wird für 1,5 Milliarden US-Dollar an eBay verkauft. Die beiden Mitgründer Elon Musk und Peter Thiel bekommen zusammen 255 Millionen US-Dollar und verlassen daraufhin PayPal. Aber sie waren nicht die einzigen. Insgesamt 19 Personen aus der Führungsetage haben nach dem Verkauf an eBay... Das meinte ich. Ihr, die allermeisten denken, Elon hat das Ding alleine geschaukelt. Also nicht ihr, sondern die allermeisten. Einige wissen, dass Peter Thiel noch ein Teil davon war. Aber wer wusste, dass diese ganzen Leute, diese Führungsleute, alle im Nachgang noch so kranke Unternehmen gegründet haben, die ihr jetzt aufgelistet seht. Unfassbar. PayPal verlassen. Das Absurde, nachdem diese Leute PayPal verlassen haben, haben sie Firmen wie zum Beispiel YouTube gegründet mit einem aktuellen Firmenwert von 200 Milliarden US-Dollar. Und das ist nur die Eisbergspitze. 14 weitere Personen haben sich nach dem Verkauf von PayPal selbstständig gemacht, um sich auf ihr eigenes Business zu konzentrieren. Einer dieser Personen ist der gerade schon angesprochene, in Deutschland geborene Peter Thiel. 55 Millionen US-Dollar hat er anteilig für den Verkauf von PayPal als Mitgründer bekommen und 30 Millionen US-Dollar hat er davon direkt in sein nächstes Startup gesteckt, nämlich Palantir Technologies. Kennt ihr Palantir? Also habt ihr schon mal davon gehört? Oder ist ich habe davon schon gehört, habe mal darüber berichtet. Er ist generell ein sehr, sehr großer Investor, insbesondere in Tech-Companies und eben auch in Ripples Vorgänger, oder der Ripple als Vorgänger war ja OpenCoin. Und dieser OpenCoin war der Beginn des Ganzen und da hat er bereits investiert. Dieses Unternehmen legt den Hauptfokus auf die Datenerfassung und Visualisierung der Daten und das im ganz großen Maße. Einer der Hauptinvestoren ist die CIA. Denn die CIA und Peter Thiel glauben daran, dass eine totale Überwachung und Analyse der Gesellschaft die einzige Möglichkeit ist, Terror und Unruhen einzudämmen. Und zusätzlich nahm Peter Thiel 500.000 Dollar von dem PayPal-Verkauf, um das Ganze in Facebook 2004 zu investieren. Und es wird noch absurder. Unter Trump war er sogar direkter Berater der Regierung und Thiel ist der neue Arbeitgeber von Sebastian Kurz. Der ehemalige... Okay. Wow. Der Kanzler von Österreich, der wegen Korruptionsvorwürfen nun nicht mehr Kanzler ist und jetzt bei Palantir Technologies arbeitet. Auch ein geiles Setup, ne? Wahrscheinlich ist es ein Tesla. Vorne hat man ja Platz beim Tesla. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drin saß. Da gibt es keinen Tacho oder so. Also ihr habt da vorne einfach gar nichts, wie so ein Tisch vor eurem Lenkrad. Und auf jeden Fall ziemlich krass. Also das muss ganz schön aufwendig gewesen sein, das da alles reinzubauen. Cool. Wie konnte aber das ganze Team rund um PayPal so viel Geld und demnach auch Einfluss bekommen? Das Ganze finden wir heute in 8 Punkten heraus und wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an, nämlich... Auch geil gemacht, ne? Wie das so reinspielt. Sehr, sehr cool. Die Gründung von PayPal. Die PayPal-Story begann mit diesem Gerät, einem Palm Pilot, einem sogenannten PDA, einem Personal Digital Assistant. Die Urform des Smartphones, wenn man es so mag. Der Meilenstein war, dass der Palm Pilot Zugriff zum Internet hatte. Da kam Peter Thiel und dem IT-Spezialisten Max Levkin eine Idee. Sie entwickelten die erste Möglichkeit, Geld per App über den Palm Pilot zu verschicken. Sie gründeten die Firma Confinity, die eigentliche Geburt von PayPal. Aber jetzt wird's erst richtig verrückt. Wir kommen zu Punkt 2, wie Elon Musk die erste Online-Bank gründete. Denn zeitgleich zu der Gründung von Confinity, also die erste Bank-App, die es für den Palm Pilot gab, verkaufte Elon Musk sein erstes Startup, Zip2, für 307 Millionen US-Dollar. Zip2 war sowas wie ein Online-Telefonbuch, bloß mit integrierter Karte, quasi die Urform von Google Maps, bloß ohne Navigation. Elon Musk an sich erhielt 22 Millionen US-Dollar für den Verkauf von Zip2, gar nicht mal so schlecht für den damals 27 Jahre alten Musk. Ich denke, die meisten 27-Jährigen würden erstmal fett feiern gehen und Party machen, aber nicht so Elon Musk, denn der nahm das Geld und steckte es direkt in X.com. Die erste. Das ist der Beginn. X.com ist nämlich der Vorläufer von PayPal. Ja, richtig krass. Also ihr merkt schon, Freunde, diese Doku hat es wirklich in sich. Richtig, richtig krass, oder? Also deshalb habe ich die bis zum Schluss aufbewahrt. Ey, richtig coole Doku. Let's go. Weiter geht's. Bank der Welt.
Zeit. Es gab keine Nachteile für die Nutzer von X.com im Vergleich zu einer traditionellen Bank. Im Gegenteil, selbst eine Lizenzierung als Bank hat X.com durch die Partnerschaft mit Barclays bekommen. Das Ganze ist eine Investmentbank aus London. Und Banküberweisungen waren in den 2000ern noch wirklich aufwendig. Man musste als erstes einen Überweisungsschein ausfüllen. Dabei höllisch aufpassen, dass man sich nicht verschreibt. Diesen Schein musste man dann händisch bei der Bank abgeben und von dort brauchte es dann nochmal 5 zusätzliche Tage, bis das Geld letztendlich beim Empfänger ankam. Mit X.com hat sich das alles vereinfacht und war sogar kostenlos. Einloggen, überweisen, fertig und das schon 1999 in Amerika. Das sollte man mal der Sparkasse erzählen. Und an alle XRP-Kritiker, wie hieß die Seite? Ganz genau, X.com, SpaceX, X.com, XRP, XLM, XDC. Checkt ihr? Die einzige Begrenzung war der eigene Computer, weil die waren nicht klein und handlich wie heutzutage, sondern wirklich große Teile und nicht jeder hatte einen Computer. Zeitgleich hatte also Peter Thiel mit Confinity die erste mobile Überweisungslösung erschaffen und Elon Musk die erste Onlinebank, mit der man ganz bequem von zu Hause überweisen konnte. Es dauerte nicht lange, bis die Interessen von Peter Thiel und Elon Musk sich überschnitten. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der eBay-Konflikt. Denn am Kapitalismushimmel zog eine dicke, fette Wolke auf und die nannte sich eBay. Schon 1999, also bei der Gründung von Confinity und X.com, hatte eBay 2 Millionen aktive Nutzer. Und weitere 12 Monate später verfünffachten sich die Nutzer von eBay auf 10 Millionen aktive Nutzer und 3 Millionen eBay-Auktionen am Tag. Und das im Jahre 2000. Es gab nur ein Problem an eBay für die Nutzer. Entweder musste das Geld per Check verschickt werden oder aufwendig, wie ich es gerade erklärt habe, über die Bank. Der Kauf über eBay lief aber zu Hause vor dem Computer ab. Demnach musste auch die Bezahlung bequemer von zu Hause gehen. Und den Markt hat auch Confinity, also Peter Thiel und Max Levkin erkannt. Und diese passten ihr Marketing ganz explizit für eBay an, dass man halt ganz bequem von zu Hause mit dem Palm Pilot überweisen kann. Wenig später mussten sie aber feststellen, dass das Ganze über den Palm Pilot nicht so erfolgreich war. Es musste eine Online-Lösung her. Mit einem einfachen... Krass, ne? Also wirklich krass, wie das alles so ineinander gegriffen hat. Heftig. Und letztes Mal hat mich irgendeiner gefragt, wer ist schon eBay und so. Also eBay ist wirklich ein richtiges Schlachtschiff. Vergesst mal das Auktionshaus. Klar ist das der Grund, warum die groß geworden sind. Und ich bin ehrlich, ich nutze eBay heute immer noch. eBay ist übrigens deutlich günstiger als Amazon bei vielen Produkten, weil Amazon mittlerweile unfassbare Margen oder unfassbare Profite an seinen Verkäufern verdient. Bei eBay geht's noch, ihr habt zwar längere Wartezeiten, aber kann man durchaus machen. Und das Auktionsthema ist natürlich nach wie vor noch ein spannendes. Aber was ganz klar ist, eBay, und das wird auch gleich hier nochmal erwähnt, hat sich PayPal unter den Nagel gerissen, ja? Und das ist heftig. Also, wir gucken mal, ich will nicht weiter spoilern, aber das war euch sicherlich schon bekannt. Heftige Nummer. Und sicheren Login über E-Mail-Adresse und einem zugehörigen Passwort. Und diese Online-Lösung von dem Palm Pilot nannte Confinity PayPal. Ein kostenloser Online-Bezahlservice, der anders wie X.com nicht eine Online-Bank ist, sondern nur deine Bezahlung an dein schon vorhandenes Konto weitergibt und als bequemer, sicherer Zwischenschritt agiert. Zeitgleich wuchs eBay rasant weiter und baute die Spitze als größter Online-Händler weiter aus. 2001 hatte eBay bereits 34,1 Millionen aktive Nutzer. Und wie sollte es anders sein? 2001, überlegt mal, hattet ihr da schon einen Computer 2001? Wie alt war ich da? 14? Also ich hatte da zwar schon einen Computer, aber mit Sicherheit keinen mit Internetanschluss. Also das glaube ich nicht. Ich weiß noch, die ersten Zeiten bei uns waren damals so 56K-Modem. Die Alten unter euch kennen das, ja. Da musste man sich noch lange einwählen. Dann gab es irgendwann mal ISDN. Das war dann schon so richtig Baba. Und irgendwann gab es dann noch ein paar Jahre später dann irgendwann so die ersten Versuche des heutigen Internets, was wir kennen. Die ganzen DSL-Leitungen und so weiter. Ja, auf jeden Fall heftig, wie sich das alles entwickelt hat und krass, wie viel die damals schon gemacht haben. Sein X.com wollte sich diese Nutzer auch nicht entgehen lassen und stürzte sich mit ihrem Marketing, ähnlich wie Confinity, auch auf die eBay-Kunden. Confinity kam danach mit der Idee, einen 10-Euro-Gutschein für jede kostenlose Anmeldung bei PayPal zu verschenken. Für PayPal und demnach auch für Confinity war das ein wahnsinniges Verlustgeschäft. Für 100.000 Neukunden musste Confinity 1 Million US-Dollar zahlen. Aber für
Affinity zählte nur eins: Kunden, Kunden, Kunden. Es dauerte nicht lange und über PayPal wurden mit Abstand die meisten Auktionen bezahlt. Das ließ eBay, weil die haben darin auch einen Markt gesehen, aber nicht auf sich sitzen und kaufte das Kreditkartenzahlungsunternehmen Bilpoint. Und damit kommen wir zu Punkt 4. Wie PayPal pleite ging. PayPal stand nichts zum Erfolg im Weg. Mit dem weiteren zunehmenden Erfolg von eBay wuchs auch PayPal. Es gab nur ein Problem und ich glaube, ihr könnt euch das auch schon denken. Durch die spezifischen Werbemaßnahmen hatte PayPal Ausgaben von mehr als $100,000 am Tag. $100,000 pro Tag. Puff. Das ist so viel. X.com wirtschaftete im Vergleich aber besser. Zwar hatten sie nicht so viele Kunden wie PayPal, dafür aber verfügbares Geld. Und damit kommen wir zu Punkt 5, wie Elon Musk PayPal kaufte. Im März 2000 kaufte Elon Musk für $20 Millionen PayPal und wurde damit der größte Anteilsinhaber PayPals. Es kam zu einer Fusion zwischen X.com und PayPal. Und das sorgte für das größte Chaos in der Firmengeschichte. Denn auf einmal waren es nicht zwei kleine Startups, bei denen die Wege schön kurz und mobil sind, sondern ein doppelt so großes Unternehmen, das sich erstmal neu orientieren und vermarkten muss. Und um genau zu sein, kämpfen sie mit drei großen Problemen. Problem 1. Als erste Maßnahme wurde versucht... Ey, der Typ macht das richtig gut, ne? Also wirklich, muss man ihn mal kurz lassen. Hammer-Video. Riesenmehrwert und geiler Schnitt von dir. Achte mal drauf, wie viele kleine Elemente er so einbaut. Die Eins, die jetzt aufschwebt, dann wieder der Schnitt. Und was meint ihr, was für ein krankes Puzzle das ist beim Schneiden? Ich, der das natürlich selber beruflich macht, ich habe da ein Auge für. Also wirklich großen Respekt an den Jonah Plank oder Jonah Plank. Komm, geben wir direkt mal ein Abo. Sehr, sehr geil. Cool. Weiter geht's. PayPal-Kunden von einem Bankkonto bei X.com zu überzeugen. Sie belohnten Neukunden nochmal mit $10 for free. Sie verbrannten aber immer weiter mehr Geld, sodass sie drei Monate nach der Übernahme Musk bei $333,000 Geld verpuffen am Tag ankamen. Das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich richtig viel Kohle. Problem 2. Es musste ein neues Serversystem her. Denn PayPal wurde von dem IT-Spezialisten Max Levkin bei der Gründung für maximal 2 Millionen aktive Nutzer ausgelegt. PayPal brauchte aber mehr Kunden, denn sie brauchten auch neue Investoren. Denn mit $333,000 kommt man da ziemlich schnell ans Ende. Deshalb entschied sich Elon Musk dazu, auf ein neues Serversystem mit dem Betriebssystem Windows NT zu wechseln, um besser skalieren zu können. Das sorgte für viel Spannungen im Unternehmen, da Levkin bis dato wenig Expertise mit Windows NT hatte. Und die Probleme hörten noch lange nicht auf. Problem 3. PayPal wurde von der russischen und nigerianischen Mafia benutzt, um Bargeld abzuheben. Dabei überwies die Mafia Geld auf ihr eigenes PayPal-Konto von einem fremden PayPal-Konto, bei dem die hinterlegte Kreditkarte gestohlen wurde. Und unter anderem dadurch kommen wir zu Punkt 6. Wie Elon Musk bei PayPal rausgeschmissen wurde. Elon Musk hatte sich dazu entschieden, den Service PayPal in X.com umzubenennen. Also nicht nur die Bank X.com hieß X.com, sondern auch der Service von PayPal hieß dann X.com. Durch die Umbenennung von PayPal in X.com fing langsam das ganze Konstrukt an zu brodeln. Diese Unruhen gingen hoch bis zum Aufsichtsgremium, sodass letztendlich Elon Musk als CEO von X.com abgewählt wurde. Danach... Guck mal, krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also heftig, wieder was gelernt. Wurde X.com wieder in PayPal umgenannt und Elon Musk war immer noch der größte Anteilsinhaber von PayPal. Trotzdem muss das ein unfassbares, ohnmächtiges Gefühl sein, wenn man als CEO in einem Unternehmen in seinem Baby demnach abgewählt wird. Aber eins kann ich euch schon mal sagen, es wird noch verrückter. Punkt 7, wie eBay PayPal kaufte. Denn dieser Punkt hat die sogenannte PayPal-Mafia zu den einflussreichsten Menschen in der Tech-Welt gemacht, ohne die Facebook, YouTube, Spotify oder auch Tesla gar nicht existieren würden. Und die Liste der Unternehmen wird noch länger, dazu gleich mehr. Denn nachdem PayPal die Probleme mit den geklauten Kreditkarten und auch den Serversystemen geklärt hatte, hatte eBay auf einmal hohes Interesse, PayPal zu kaufen. Und eBay machte PayPal ein unfassbares Angebot. Für 1,5 Milliarden US-Dollar kaufte eBay PayPal. Daraufhin verließ die gesamte Führungsetage. Krass, oder? Und dann müsst ihr euch sehen, damals war das ja noch viel, viel mehr als heute. Ja, also unfassbar, krass.
PayPal, um ihre eigenen neuen Geschäfte mit mehr Kapital und Wissen durch den Verkauf zu starten. Und das war die wahre Gründung von der PayPal-Mafia. Denn allein Elon Musk hat für den Verkauf seiner Anteile an PayPal 200 Millionen US-Dollar bekommen. Und die Hälfte davon steckte er direkt im gleichen Jahr in SpaceX, nämlich 100 Millionen Dollar. Und damit kommen wir zu Punkt 8. Was ist aus den 1,5 Milliarden US-Dollar von dem PayPal-Verkauf geworden? Und wir fangen an mit Peter Thiel, denn dieser hat 55 Millionen US-Dollar von dem Verkauf bekommen. Er hat nach dem Verkauf von PayPal das Geld in drei Geschäfte gesteckt. Geschäft 1, Clarium Capital. Clarium Capital ist ein Fonds, der in sehr spekulative Unternehmen investiert. Insgesamt managt dieser Fonds 681 Millionen US-Dollar. Geschäft 2, 2004 stellte ein Studium... Krank, krank. Er hat einfach mal in Facebook investiert. Krank. Kollege Peter Thiel Mark Zuckerberg vor. Der suchte noch dringend Investoren für seine Idee von Facebook. Thiel investierte 500.000 Dollar in Facebook und bekam dafür später 7% Firmenanteile von Facebook. 2012 wow. und 2017 verkaufte Peter Thiel aber den größten Anteil. Dieser Anteil war 429 Millionen Dollar wert. Aus einem 500.000 Dollar Investment einfach mal 429 Millionen Dollar machen. Chillig. Geschäft 3, Palantir Technologies. Das Unternehmen legt den Hauptfokus auf die Datenerfassung und Visualisierung der Daten und das im großen Maße. Dafür analysiert und sortiert das Unternehmen große Datenmengen und macht sie durchsuchbar. Mich wundert überhaupt nicht, dass er auch in Facebook investiert hat und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da seine Vorteile rausgezogen hat. Und da wundert es auch nicht, dass der größte Kunde und Investor zweit. Er macht das schön unterhaltsam. Ja, er macht nicht so eine typische Doku, er blendet sich auch immer mal wieder ein. Ja, macht das auf jeden Fall richtig interessant. Also ich versuche da echt ein bisschen was mitzunehmen von der Präsentation. Hier hat er echt gut gemacht. Auch zwischendurch immer. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwie scheinbar legit zu sein scheint. Wolf of Wall Street mit einzublenden. Scheint ja irgendwie frei zu sein. Das wäre ja schon gestrikt worden. Also sorry, dass ich da so viel Props gebe, aber das ist einfach nur echt gut. Hat er wirklich gut gemacht. 2004 die CIA ist, denn diese hat 20 Millionen US-Dollar in Palantir investiert. Thiel pflegt auch perfide Gedankenansätze. Nach seiner Aussage lässt sich eine freie Welt ohne Terror nur ermöglichen mit einer vollen Überwachung und Datenanalyse. Gesamtvermögen von Peter Thiel aktuell 2,6 Milliarden US-Dollar. Elon Musk bekam für den Verkauf von PayPal 200 Millionen US-Dollar. Fun Fact, Elon Musk hat mit dem Verkauf von seinen PayPal-Anteilen auch seine geliebte x.com-Domain verloren. Diese hat er aber 2017 für über 1 Million US-Dollar zurückgekauft. Seine Affinität zu dem Buchstaben X zeigt auch sein Investment von 100 Millionen in seine 2002 gegründete Firma SpaceX. Sein Kind heißt sogar X. Heftig, oder? Und dann gibt's noch XLM. Auch ein Baby von ihm, aber dazu kommt er wahrscheinlich erst später. SpaceX hat vor kurzem eine Rakete erfolgreich getestet, die zum Mars fliegen soll. Und Firmenwert 2022 80 Milliarden US-Dollar. Auch Tesla gehört Elon Musk mit einem Firmenwert von 956 Milliarden US-Dollar. 956 Milliarden US-Dollar. Weitere Firmen wie Neuralink oder auch The Boring Company werden auch gerade weiter aufgebaut, dazu aber in einem anderen Video mehr. Die PayPal-Mitarbeiter Karim, Hurley und Chen gründeten 2005... Dieser Typ hier ist der Gründer, bin ich der Meinung, ist der Gründer von Theta-Token. Kennt ihr diesen Theta, T-H-E-T-A, so wird das geschrieben? Theta-Token. YouTube. Am 9. Oktober 2006 wurde YouTube von Google für 1,65 Milliarden US-Dollar übernommen. Auch Airbnb wäre nie so groß ohne die Mithilfe von ehemaligen PayPal-Mitarbeitern geworden. Denn Jeremy Stoppelman und Keith Robbins haben ganz am Anfang sehr groß in Airbnb investiert. Auch Reddit hätte es ohne PayPal nicht gegeben. Denn nach dem erfolgreichen Investment in Facebook investierte Peter Thiel auch nochmal ordentlich in Reddit. Zudem war ein ehemaliger Mitarbeiter von PayPal, Yishan Wong, bis 2014 CEO von Reddit. Auch Uber würde es ohne den ehemaligen PayPal-Mitarbeiter und mittlerweile Investor Scott Bannister auch nicht geben. Und so gibt es noch unzählige weitere Beispiele. Ein ganzes Netzwerk entstand und durch den Verkauf von PayPal hatten diese Leute genügend Geld, um ihre verrückten Ideen und teilweise auch wirklich perfiden Ideen umzusetzen. Hier findest du noch ein Video über das... Krank, Freunde, oder? Krank. Einfach nur kranke Geschichte.
Also ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht über diese ganzen Typen, die dazugehören, die er jetzt eben am Ende kurz abgefrühstückt hat. Aber auf jeden Fall kranke Doku. Ja, richtig, richtig geil.